Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid, ich hoffe, ihr hattet einen ja gar vom Glück geprägten wunderbaren Tag. Heute gibt es Le Pass Knows 10.22 und wir schauen uns mal an, was uns denn hier erwartet. Was uns auf jeden Fall erwartet, ist wieder tons of neue Skins, kann man definitiv jetzt schon mal wieder sagen. Fangen wir an, ne, denn Zeit ist Geld und Geld ist Zeit und Gemüse sind Vitamine. Seraphine. Seraphine, ich habe sie leider nicht auf dem PB testen können, deswegen ja, müssen wir mal abwarten, was da kommt. Allerdings, ja, ich meine, sie ist ja eine Mischung aus Karma, Sona, Nico, so ein bisschen aus diesen drei Champions. Und wahrscheinlich hat jeder YouTuber wieder so ein Video gemacht, so, wow, this champion is beyond broken. It's even more broken than the last most broken champion that was very, very broken. Und naja, ich glaube nicht, dass sie so broken sein wird, aber wir müssen mal abwarten. Und sehen, was uns da erwartet. Amumu. Amumus Ultimate. Ja, die meisten denken das sowieso schon ohnehin. Und deswegen steht hier auch Clarity auf Amumus Ult. Denn Amumus Ult rootet und disarmt lediglich. Ja, die meisten denken, es ist ein Stun wahrscheinlich. Ja, wenn du in der Amumu Ult drinstehst, bist du gestunt. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Joint jetzt meiner Telegram-Gruppe für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Denn, ja, im Prinzip, naja, wir müssen ehrlich sein. Selbst wenn ich von der Amumu Ult getroffen werde, und die meisten sind es wahrscheinlich auch so, sie würden versuchen wegzulaufen oder einfach rechtsklicken. So im Sinne von, nachdem ich aus dem Stun raus bin, dass ich sofort weglaufen kann. Aber man hätte in der Zeit noch zaubern können tatsächlich. Du kannst nicht angreifen, weil du das Amp bist und nicht laufen. Du kannst zaubern. Du könntest, keine Ahnung, irgendwelche Kometen zaubern, Meteoriten, Tornados, Stürme, Tsunados. Tsunados sind doch hier, ne, wie heißen die nochmal? Tsunami. Oh, Tsunados klingt auch geil. Gibt's das? Der neue Skill, Tsunado, Omoe, Taise, Gunoida. Okay, und jetzt ist es quasi so, das ist auf jeden Fall Stunt. Gut. Annie's E wird geändert. Annie's E wurde schon 224,3478 Mal geändert. Aktuell ist es so, es reduziert einfach den Damage. Das heißt, du machst es an und kriegst weniger Schaden. 30% ist nett. Jetzt wird es so, dass es ein Schild wird. Er hat 240 plus 0,4 Ability Power Scaling. Und dieses Schild kann man auch auf ein anderes machen. Auf einen Verbündeten. Das heißt, es ist im Prinzip Orianna E. So ungefähr grob, ja. Also es ist, denke ich, auf jeden Fall besser als die Flat Damage Reduction. So ein Schild kann man wahrscheinlich mehr mit anfangen. Vor allem, weil man es jetzt auch auf die Verbündeten machen kann. Und hier steht auch noch, der Movement Speed Bonus ist auch noch mit dabei. Kostet jetzt eigentlich mehr Mana, hat mehr Range, 800. Ich muss eigentlich sagen, so richtig, ich weiß nicht, Leute. Ich finde, braucht Annie ein Schild? Theoretisch ja, sie hat super wenig Range und ist deswegen quasi fast ein Nahkämpfer. Aber braucht sie ein Schild? Ich meine, Annie ist Flash Tibasaniger Burst und nicht Flash Schild flockige Sustain. Also, sie hatte ja mal so ein bisschen so ein Schild. Ich finde, also das Schild ist cool, aber am besten ist doch die Idee mit dem Schild, was brennt. Es ist ein Feuerschild. Es heißt Molten Schild. Das heißt, wäre es nicht cool, irgendwas zu machen mit Molten oder mit Feuer? Zum Beispiel, Ideen gab es ja schon damals und so war es auch, dass Projektile reflektiert wurden. Das war eine Zeit lang so. Ja? Wenn die Autotags da drauf liegen, werden die zurückgeworfen. Irgendwie sowas war das mal. Und es hat auch mal gebrannt, ja. Aber so eine Feuerbrandaura. Irgendwie kann man das ja bestimmt noch cooler machen oder besser machen oder interessanter machen. Aber ich finde, das sollte das Schild sein. Das ist einfach. Wie wäre die Idee? Du hast dieses Feuerschild und aktivierst es. Und es kann. Es schildet dich. Von mir aus. Es gibt dir Movement Speed oder was auch immer. Und es absorbiert die innerhalb der nächsten 1-2 Sekunden Schaden. Ja, und dieser Schaden wird dann in einem Cone, ja, also in seinem, ich weiß gar nicht das deutsche Wort, was ist Cone? Hier Kegel und, oder zum Beispiel drumherum, so ein bisschen wie Wladimir, Feuerbolzen released, ja, es wird gesammelt und dann peng, so ein bisschen wie Wladimir eh, wisst ihr? Wäre das nicht eine coole Idee, wenn du es richtig timest, vielleicht nur eine Sekunde, es wird für eine Sekunde, die erste Sekunde, wo man es anmacht, wird es gesammelt. Und dann peng. Wäre das nicht ein cooles Ding? Dann hast du. Das hier ist jetzt halt nur defensiv. Finde ich ein bisschen langweilig für so einen Champion wie Annie. Aber es hat schon seine Berechtigung, weil sie ein Nahkämpfer ist, ne? Gut, Ashe. Mit ihrer W schießt sie ja mehrere Pfeile und die skalieren jetzt. Das heißt, sie hat nicht mehr am Anfang 9, sondern erst 7, 8, 9, 10, 11. Hat also am Anfang weniger, später mehr. Sollte nicht zu krasser Nerfs. Ich denke mal, es wird kaum was verändern, ja? Im Prinzip merkt man es jetzt auf jeden Fall. Hey, du merkst, okay, ich habe mehr Punkte drin, ist jetzt vielleicht ein bisschen cooler, aber im Late Game 11 Pfeile zu schießen, da, wenn man das Ding abfeuert, trifft man eh immer alles. Und im Early Game, also, ich weiß nicht, mal gucken. Brand,
Brent ist aktuell ein Supporter und er war damals, ganz früher, als man noch Batterien in die Bücher gelegt hat, um sie zu lesen. Da war er ein Midlaner, tatsächlich. Und jetzt will man ihn wieder so ein bisschen in die Mitte reindrücken und das macht man wie folgt. Die Passive hat jetzt weniger Base Damage. Das bedeutet von 12 bis 16 nur noch 10 bis 14, also 2% abgezogen. Scaled aber besser mit AP. Das heißt auch gleichzeitig hier ein Nerfus-Supporter. Aber AP-Brands werden hier mehr von profitieren. Conflagration. Dieser Spell ist ja der Spell, der euer Feuer verteilt. Ja, ihr bringt jemanden zum Brennen, dann macht ihr E und dann brennt alles, die Welt brennt. Und jetzt ist es so, dass ihr, also wenn ich das richtig verstanden habe, now always spread to nearby enemies. Das heißt, ihr könnt das jetzt auf euer Ziel machen, was nicht brennt, es brennt nicht und dann brennt's und alle drumherum auch. Das ist cool, das ist sehr cool, da komme ich gleich nochmal zu. Allerdings ist jetzt hier die Range, das heißt, wenn ihr es auf ein Ziel macht, was brennt, dann hat es 600 Verteilrange. Und wenn es auf ein Ziel macht, was nicht brennt, hat es 300 Verteilrange. Vorher waren es, wenn ich es 375, das heißt, es ist, ja, wenn du es nur E drückst, ein ganz minimaler Nerf. Aber wenn das Ziel brennt, hast du jetzt 600 Range, also jeder brennt dann einfach. Und das Coole hier dran ist, aktuell war es nämlich dann einfach so, du musst das Ziel erstmal zum Brennen bringen. Wie machst du das zum Beispiel? Du machst erst, wenn du eine Minion Wave clearen willst oder im Jungle oder so, keine Ahnung. Dann machst du eine Q drauf, das Ziel brennt, machst eine E, dann brennen alle und dann machst du eine W. Und dann machst du Bam. Und jetzt kannst du einfach sagen, du drückst nur E, alle brennen und dann kannst du den Gegner immer noch stunnen und immer noch W drücken. Weil wenn du natürlich mit Q anfängst, hast du keinen Stun mehr. Das ist natürlich scheiße, aber das Ziel brennt. Und du kannst den vollen W-Böller-Damage machen. Das ist, könnte ihm auf jeden Fall helfen. Außerdem, was noch sehr krass ist, ist Pyroklasm. Denn das Ding kann jetzt auch zu ihm selber springen. Das ist super cool. Allerdings bleibt es, wenn es auf Brand springt, ein bisschen, naja, also es springt nicht sofort wieder zurück, sondern na, denkt sich, oh, Feuer, alte Keule, komm doch rein auf ein Bierchen. Das bleibt also noch ein bisschen bei ihm und dann fliegt es wieder los, damit man nicht in den Gegner reingehen kann und dann bam. Geht aber dann bei den Gegnern, oder? So war das mal bei Ryze, glaube ich. Der hatte auch so ein Ding, was so überspringt oder irgendein Champion war das. Und dann konntest du einfach dich neben ihn stellen und das Ding ist, zack, sofort alle tot. Ne? Und das ist cool, das ist auf jeden Fall cool. Ne? Du brauchst keinen Gegner mehr oder so, stellst dich einfach selbst daneben, Nahkampfbrand, ab geht die Fahrt. Ja, Galio wird für Retards gebufft und zwar hat es jetzt eine Minimum Range von 250. Manchmal haben die Leute einfach irgendwie auf die Stelle gedrückt und dann ist er auf die Stelle gedasht. Jinx, ihre Flame Chompers, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Einige schon, einige nicht. Und einige wissen es nicht, aber sagen, dass sie es schon wissen. Und einige wissen es nicht, aber wussten es doch. Der Base Damage, Deals Damage Over, also der Explosion Burn. Tobi, ist die Explosion Burn. Der Explosion Burn ist, wenn die Dinger weggehen. Ja, wenn die da liegen und dann weggehen, dann explodieren die und brennen. Und dann haben die über 1,5 Sekunden Schaden gemacht und jetzt machen die den Damage sofort upfront. Upfront ist auch ein cooles Damage. Wort. Na, zack, bam, Damage. Q Katos. Katos macht jetzt weniger Schaden, tut auf jeden Fall weh. Sind 5 Damage und das wird ja, glaube ich, verdreifacht, wenn das Ziel Solo ist. Wären also 15 Damage oder vielleicht vervierfacht oder verdoppelt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, fragt mich doch sowas nicht. Katos, Leute, dieser Champ, warum ist der eigentlich im Jungle? Vor allem, wenn ihr ihm nicht, also die Frage ist er, das ist jetzt mal eine Frage an euch. Findet ihr, er hat ein Recht im Jungle zu sein? Eigentlich ist er ein Midlaner, aber seine Laning Phase ist so schlecht, dass ihn niemand in der Mitte spielt und deswegen alle im Jungle spielen. Die Frage ist, will man, wenn man ihn jetzt komplett aus dem Jungle rausnehmen würden wollen, könnte man einfach machen, Q macht nur 10% Monster Damage. Niemand würde mehr Kardos jungeln. Wäre das fair? Also fair wäre es nicht, weil einige gerne Kardos jungeln, aber darf Kardos jungeln? Hat der eine Jungle-Erlaubnis? Hat der einen Jungle-Ausweis? Darf er das? Frage ich jetzt hier. Naja, jeder Champion hat das Recht zu jungeln, aber nicht jeder Champion kann jungeln. Darf Kardos jungeln? Nein, der soll da raus. Ich habe keinen Bock auf Kardos jungeln. In deinem Team macht er nichts und farmt die ganze Zeit. Und im Gegnerteam macht er auch nichts und farmt die ganze Zeit, aber killt die ganze Zeit dein Team. Und gankt alles. Obwohl er farmt. Ich hasse Kardos Jungle. LeBlanc. LeBlanc macht ein bisschen mehr Damage auf E. Ist nett. Lulu macht weniger Damage auf Q. Tut mega weh. 40 weniger Schaden. Heilige Granate des dritten Josefs im vierten Reiche. Das tut mega weh. Vor allem, weil das ihr Wave Clear ist, weil es aktuell viel auf der Toplane spielen. Und ja, ich sag mal so, Lulu ist auch echt eine Lane. Lulu ist das Ekelhafteste, was es geht. Und ohne Wave Clear tut's schon weh. Nasus. Nasus wurde auch geretard buffed. Und zwar ist es so, dass viele Leute nicht checken, dass er Rüstung bekommt. Beziehungsweise auch Magierstrand per Sekunde. Ja, der wird immer größer. Wenn er das anhat, dann wird er immer ein Stückchen größer quasi. Also ich weiß nicht, ob er größer wird, aber
Er wird härter. Oh yeah. Größer und härter. Naja, also er kriegt halt mehr Resistenz dazu. Und irgendwann denkst du dir so nach 10 Sekunden, hey, warum mache ich keinen Schaden mehr? Und das ist, weil die Leute das nicht wissen. Und jetzt wissen sie, hey, da steht Bonusresistenz 70, bam. Du drückst Ultimate, bam, 70. Du drückst Ultimate, bam, 40. Das heißt, du kriegst zwar das hier nicht mehr, aber hast sofort einen fetten Wert und das ist auf jeden Fall ein krasser Nasus-Buff. Du hast, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, vielleicht hättest du, wenn das sich das hochgescaled hätte, am Ende 80 oder vielleicht sogar 90, aber das ist trotzdem ein Buff, weil du es einfach, meistens drückt man ja eher, wenn es eng oder knapp wird und du drückst eher, bam, hast du die Resistenz und kannst sofort Vollgas geben und ich denke, das ist schon sehr gut, vor allem im Teamfight und du musst nicht erst auf deine Resistenzen warten. Samira wird genervt, kann man machen. Sejuani wird gebufft, weiß ich nicht, ob man das machen kann. Das ist halt immer so dieses Worlds-Ding. Ich weiß halt, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob dieser Buff jetzt, dieser Changes auch noch für die Worlds jetzt sind. Nee, Worlds waren immer 2 Wochen, oder nicht? 2 Wochen hinterher, oder wie war das? Ich glaube, bin mir da gar nicht sicher, aber das wäre ein bisschen krass, das jetzt vor dem Finale da rauszuholen. Ja, weil Sejuani ist nämlich so ein Competitive Monster immer. Sie macht jetzt wieder mehr Damage mit der Ultimate und ich sag mal so... Ja, Sejuani wird immer wieder gebufft, genervt, gebufft. Es ist immer dasselbe. Nächsten Patch wird das wieder reduziert, dann wird es wieder erhöht, dann wird es wieder... Die müssten mal so ein bisschen vielleicht eine andere Schraube drehen, Leute. Vielleicht nicht gleich die größte Schraube drehen, sondern... Ja, so eine kleine, so an der Seite, so eine Mutter vielleicht mal wieder ein bisschen lockern oder ein bisschen fester dran ziehen. Ja, oder mal eine Unterlegscheibe drunter machen. Xayah. Xayah kriegt jetzt mehr Attack Speed, ist nett. Ist nett. Z, Leute. Oh. Shadow Slash macht jetzt weniger Schaden. 20 Damage weniger. Tut auf jeden Fall weh. Ja, vor allem, wenn man natürlich, muss man hier auch immer berücksichtigen, dass dieser Damage auch in die Ultimate reingeht. Das heißt, es ist nicht nur 20 Schaden, sondern vielleicht sogar 30 oder 40 oder, naja, vielleicht sowas im Dreh. Ne? Wahrscheinlich 40 nicht, aber so 30er Damage könnten es schon sein. Da die Ultimate ja auch von mehr Damage profitiert. Und ne, wenn du durch diesen Damage den Gegner nicht so low kriegst, dass du noch deine Passive auslösen kannst und dadurch weniger Damage hast und. Naja, also es tut auf jeden Fall weh. Vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass Z irgendwie zu krass ist, ehrlich gesagt. Bringing down of some reliable damage. Vor allem, was heißt reliable damage? Also reliable damage heißt, das ist doch ein Buff für Low-Elo, Leute. Könnt ihr nicht erzählen. Also reliable damage finde ich, also klar, kann man drehen, wie man möchte. Das hier ist halt Damage, den er nicht verfehlen kann. Reliable, ne? So, er ultet dich und drückt E. Ich finde Reliable Damage aber auch so ein bisschen seine Q, weil das einfach ein Damage ist, den du immer machen kannst, auch wenn du nicht an den Gegner rankommst. Finde ich das auch ein bisschen reliable, oder? Oder nicht? Da hätte man vielleicht das Q nerven können, aber die Gegner halt, gerade auf Low-Elo ist das halt ein Problem, da machst du halt nur Ultimate E Auto-Attack und der Gegner stirbt. Da musst du keine Qs treffen oder sonst was. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er zu strong wäre oder so, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Da muss ich hier ganz ehrlich sein, Leute. Shaco kriegt jetzt eine Pet-Range-Indikator, genauso wie Annie. Ist nett. Ist nett. Instagram sollt ihr mir hier jetzt followen. Ist auf jeden Fall ein mega cooler Buff. Hat da auch letztens eine tolle Story hochgeladen und ist mega nett. Würde ich euch absolut empfehlen. Ja, dann gibt es natürlich noch die neuen KDA-Skins von Seraphine, Ari, Evelyn. Oh, die hat ja Straps an. Oh, und hier, oh, das ist auch so ein enges Ding. Dann haben wir, wer ist das hier? Käse, Akali und Prestige, aber damit noch nicht genug, meine Freunde, denn wir haben noch so neue Skins. Erstmal Victorious Lucian, will niemand sehen. Aber die Resistance-Skins, Leute, hier. Können wir das größer machen ein bisschen? Ja, ist ein bisschen verpixelt, ich weiß, aber das ist auch von Riot verpixelt. Ah, jetzt ist es besser ein bisschen. Ja, ist ein bisschen. Regie, können wir das ein bisschen kleiner machen? So vielleicht? Das ist Jace, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann haben wir hier Yorick. Sieht auch, das sind Battlecast-Yorick oder Resistance-Yorick. Sieht aus wie eine Mischung aus beiden. Alter, was ist denn das für ein Backport? Das ist Resistance-Hint. Oh, das sieht auch cool aus mit Feuer. Das sieht cool aus. Das ist cool. Da muss ich wieder Hint mähen. Das ist nett. Nett und cool. Definitiv. Dann haben wir noch... Also wir haben Singed, Yorick und Jace, genau. Nasus, Battlecast Nasus und Battlecast Zack. Ja, die sehen auch ganz cool aus, die Bilder, muss man tatsächlich sagen. Oh, habe ich hier nicht auch irgendwo noch Game-Bilder gehabt von denen? In-Game, irgendwo? Irgendwo, irgendwie, irgendwann? Alle weg. Gut, das war's mit den Patch Notes. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, einen wundervollen Schlaf, wundervolle Träume. Ich wünsche euch was, folgt mir auf Instagram, auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.